Alter, wie verhält denn die aus? Elf Sekunden noch. Das hält doch kein Schwein aus, Alter. Was soll denn so... Also die Hexenwirkung ist so übertrieben krass. Du musst ja wirklich... Wenn du auf eine Hexe triffst, wenn du keinen Eimer Milch dabei hast, du bist einfach tot. Es gibt keine Option, wenn du gegen eine Hexe kämpfst, dass du das gewinnst. Also überlebst. Ich will nicht wissen, wie viele hunderttausend Male ich schon gestorben... Naja, das ist meine Prüfung. Wie viele etliche Male ich schon gestorben wäre, wenn ich nicht einfach auf friedlich gedrückt hätte. Komm, schreib's im Bogen. Das ist einfach viel zu übertrieben krass. Aber na gut. Ich meine, ich habe die komplette Rüstung, Alter. Das interessiert die Hexe gar nicht. So, gehen wir mal langsam zurück. So. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten einmal Milch bei sich die ganze Zeit. Also mir ist kein Spieler bekannt von den Leuten, die ich kenne, die das machen. Mit einmal Milch durch die Gegend laufen. Nee, machen sie nicht. Nee, tun sie nicht. Ich rede mich jetzt weiter raus, damit ich mich rechtfertigen kann, dass ich mich bei der Hexe immer auf normal auf friedlich stelle. Ja. Ja, auf jeden Fall der Typ gestorben. Aber ich meine, das ist wieder so, Typ an Gaming gestorben. War League of Legends, wurde ich natürlich sofort auch drauf verlinkt, weil ich auch League of Legends suchte. Ah, Frank, hier, pass auf, dass dir das nicht auch passiert und so. Und da frage ich mich echt, ob die Leute mal drüber nachdenken, warum das so ist. Also gut, dass der natürlich gesuchtet hat, dass er das total übertrieben hat, das stehe ich ein, das ist ja vollkommen okay, ne? Aber dass die Leute mal drüber nachdenken, warum der jetzt letztendlich gestorben ist, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber dass das vielleicht nicht nur mit dem Spielen an sich zusammenhängt, sondern auch vielleicht so, ich meine, wenn man 3 Tage wach ist, ne? 3 Tage in diesem Café da hockt und 3 Tage zockt, dann kann man sich ja vorstellen, dass das sicher eine Menge Koffein mit im Spiel ist und auch vielleicht andere Dinge, die es vielleicht irgendwie das Wachsein anregen und vielleicht nicht unbedingt gut für den Körper sind und so. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich habe den Bericht jetzt nicht durchgelesen. Aber, oh ey. Oh, hier funktioniert super. Also wenn ich spekulieren würde jetzt, ich weiß, wie gesagt, ich kenne den Bericht nicht. Wenn ich spekulieren würde, würde ich sagen, der Typ hat sich einfach 3 Tage reingesetzt, hat durchgesuchtet, hat dabei zu viel Koffein getrunken, dass es irgendwann nicht mehr gut war und hat irgendwann einen Herzstillstand bekommen oder Anschlag oder Anfall. Irgendwas Tödliches halt. Das würde ich sagen, ist passiert mit dem. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht sagen. Wenn es anders war, dann... Ich sollte mich vielleicht belesen, bevor ich damit im Let's Play anfange zu labern. Das... Halbwissen ist immer so eine gefährliche Sache. Egal. Das war das Thema. Wir können es, wenn ihr wisst, was genau mit dem passiert ist, könnt ihr es auch drunter schreiben. Ich habe es bis dahin wahrscheinlich gelesen, aber Schaden tut es ja nicht. So. Genau so. Stelle ich mir das vor. So, machen wir natürlich die ganze Mauer auch noch, weil wir weg jetzt. Ist zwar doof, wir haben uns eine riesen Mauer hingesetzt, jetzt bauen wir sie wieder ab. Aber hilft leider nichts, wir müssen ja auch ein bisschen fortschrittlich denken hier so. Ich räume mal kurz weg. Der hat auch keinen Bock mehr hochzukommen, der Golem, oder? Ich glaube, es ist Aria gewesen. Alfredo Gustav, ja, war Aria. Die auch die ganze Zeit da unten in der Mulde rum, ich weiß nicht warum. So soll das mal reichen. Oh,
Oh, ich habe den ganzen Tag schon so ein Stechen an der Stirn heute. Ich weiß auch nicht, was das ist. So. Heute ist irgendwie viele Musik drin. Ich hatte mir ja vor... Bevor ich umgezogen bin nach Österreich, hatte ich mir ein Stück... ein bisschen neue Musik reingemacht. Heute ist irgendwie viel von der neuen Musik mit drin, habe ich so das Gefühl. Dann kann man mal schauen. Tipping? Ne, das kenne ich irgendwie... Ist doch keine neue, aber irgendwie ist mir unbekannt. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum, war gar nicht eine Sache. Aber es wäre schon cool, wenn man das so so eine Art Bastion bauen. So wirklich so eine Schutzbastion. Das sieht sicher geil aus. Hier in der Mitte so dieser Hof. Und dann wirklich außenrum so die Felder eingezäunt. Und dann da oben könnte man einen Turm drauf basteln, kam mir gerade die Idee. Das ist sicher geil. Einmal hast du so deine Welt, deine friedliche Welt, wie wir es da drüben haben, wo wir halt so viel Wald anpflanzen, dass da kaum noch Monster spawnen können und gar keine Chance mehr haben, da irgendwie zu spawnen. Und dann hast du einerseits das hier. Und mir fällt gerade auf, es ist, glaube ich, keine so intelligente Idee von mir, den Zaun hier lange offen zu lassen, weil sich sonst Aria bestimmt denkt, yeah, Freiheit! Und hier einfach mal einen Jump drüber macht, und das finde ich jetzt nicht so geil, weil Ulim zurückgelocken ist, glaube ich, keine so leichte Aufgabe. Hab's noch nie probiert, aber ich möchte es auch nicht probieren. Bringe ich bestimmt eine ganze Folge damit. Lock den Golem zurück in seine Falle. Also, wenn ihr jetzt innerhalb der nächsten Videos so eine Überschrift seht, wisst ihr, was passiert ist. Ich habe vorhin auch eine Freundin hat mir ein Video gepostet von jemandem, der macht richtig geile Hausmusik, ist so Hausremixes so. Das habe ich echt lange nicht mehr gehört, so was Gutes. Das ist ungefähr so wie damals David Guetta das war, bloß besser finde ich sogar. Und muss mal gucken, vielleicht ist der ja GEMA-frei. Das wäre echt der Hammer, wenn der GEMA-frei wäre. Aber ich glaub's nicht. Wenn der GEMA-frei wäre, ich würde ihn sofort ins Let's Play packen. Und wenn ich dafür die Folgen nicht monetarisieren könnte, wäre mir auch egal. So. Ja, was? Ach ja, stimmt, da habe ich noch ein Thema. Und zwar hatte ich mir mal informiert, ja, was ist denn jetzt so 2015, was kommt denn da so raus für Spiele? Es kamen ein paar coole Spiele raus, eins davon hat sich natürlich gleich der Sarazar geschnappt. H1N1 oder Z1 oder wie das heißt. Ich persönlich hatte zwar überhaupt nicht vor, das zu spielen, aber ist mir nur aufgefallen, dass er es sofort gespielt hat. Ich kam gestern, glaube ich, die erste Folge raus bei ihm. Autsch. Geh mal beiseite, Aria. Was ich dazu sagen wollte... Ist jetzt wieder so ein komisches Ding, aber kann ich es zum Glück halbwegs geholt aussehen lassen. Ich habe endlich das Silence-Tatum. Es kommt bald Silence raus. Ich freue mich schon so drauf, Alter. Oh, ich weiß noch, als wir damals The Whispered World gespielt haben, das ist ja bestimmt schon jetzt ein Jahr her oder so. Und ich habe gesagt, sobald Silence rauskommt, ich kaufe es mir sofort und spiele es sofort. Und Leute, ich werde es mir sofort kaufen. Silence, Alter. Ich freue mich schon so drauf, wenn das rauskommt. Also für alle, die es nicht wissen, Silence ist der Nachfolger von The Whispered World. Der kommt jetzt im März raus, Anfang März. Kommt das raus und Alter, das gönne ich mir. Das gönne ich mir, das hole ich mir auf der Stelle. Und dann werden wir das zocken, meine Freunde. Dann werden wir das zocken, bevor es der Gronkh hat. Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall sofort, also wenn es draußen ist, dann bestelle ich mir das auf der Stelle vor und werde das Let's Playen. Und oh, ich freue mich schon so auf dieses Spiel. The Whispered World war ja eins meiner Lieblings-Let's Plays. Es ist wirklich so Top 3, glaube ich, mit. Top 1 ist immer noch für mich The Cave. Ist zwar nicht von The Delic, das würde jetzt viele schockieren. Oh mein Gott, nicht The Delic, aber es ist auch ein Indie-Game. Auch ein Adventure-Game. Und das Spiel ist einfach nur die Härte. Es war so geil. Vor allem vom Humor her, ich habe echt noch nie bei einem Spiel so viel gelacht wie bei dem Spiel. Und ja, da werden wir auf jeden Fall. The Whispered World war, glaube ich, Platz 3. Und Platz 2 ist, glaube ich, Edna. Das sind so die Lieblingsgames, die ich habe.
Jetzt, Assassin's Creed und so ist zwar auch ein geiles Game und macht auch Spaß, aber das sind halt so diese Mainstreams, ne? Das ist so normales. Aber so Let's Plays, wo du wirklich merkst, Alter, da ist was dahinter, da steckt echt Liebe zum Detail dahinter, das sind echt nur Adventures. Also, zumindest kenne ich nur Adventures, wo du dir das denkst. So. Man kann natürlich auch sagen, dass gerade der Grafikstil von Adventures, also von solchen Adventures, vielleicht dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, dass nur diese gut animiert sind. Oh, hier muss ich irgendwie was anderes dann machen. Dann muss ich mal gucken, was ich mache. Kann natürlich auch sein, dass er der Schein so ein bisschen trügt vielleicht. Kann gut sein, möchte ich jetzt nicht bestreiten. Machen wir es einfach so. Und hier mache ich es so. Und klack. Und, aber wenn es rauskommt, ich hole es mir sofort, also da werde ich keine Mühen scheuen, keine Mühen, und werde dieses Spiel spielen. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. So. Ich frage mich, wie ich das jetzt hinbekommen habe, aber okay. Okay, super, haben wir das auch geschafft. Es wird gerade wieder Nacht, sehe ich. Nehmen wir mal ganz kurz noch den Stein hier und dann... Machen wir das hier oben dann so jetzt, dass du mal hier den Stein nehmen komplett, weil das sieht einfach schöner aus, muss man aber mal sagen. Der Stein sieht einfach geiler aus. Ja. Aber jetzt gehe ich erstmal ins Jagen. Weil ich aus dem Käfig rauskomme. So, gehen wir ein bisschen abseits, damit wir hier die Schienen nicht gefährden, wie ich es immer tue. Und gucken wir mal, was wir finden. Klack. Klack. Super, TNT. Ich habe das Gefühl, die Monster, diese coolen Monster spawnen nur hier. Creeper, die coolen Monster. Ja, Creeper. Genau die habe ich natürlich gemeint. Mist. Boah, da hat er aber auch eine Sprengweite. Ist größer als Creeper-Sprengweite. Stopp! 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 Da vor mir ist noch irgendwas. Hallöchen, Arschspinne. EP? Wenigstens die, wenn ich schon den Spinnenkadaver kriege. Spinnenkadaver. Da drüben ist ausgeleuchtet, da ist nichts. Aber hier ist was. Wow. Und das war's. Mess dich mit mir los. Hinter mir, hinter mir. Hab ich gesehen.